Hallo und herzlich willkommen zu einer von vielen Sonderausgaben vom Tele-Stammtisch. Wir sind hier heute zu viert aus Anlass von einem gewissen neuen Streaming-Service oder besser gesagt eher Streaming-Plattform namens Mubi, welche vor einiger Zeit aufkam. Und diese Spezialfolgen sollen im Prinzip dazu dienen, einige der Filme vorzustellen, die dort zu sehen sind für euch, falls ihr Lust darauf habt. Und vielleicht kann einer meiner werten Gäste hier etwas mehr dazu sagen, was man da so alles finden kann und welche Filme für heute vorstellen werden. Und diese Gäste sind einmal, stellt euch doch bitte nacheinander vor. Ja, ich fange einfach mal an. Hi, ich bin der Flo und freue mich sehr, heute mit euch drei über Mubi sprechen zu dürfen. Ich nenne Mubi ja das Netflix des Mannes von Welt. Oh. Ja, alles klar, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Paul, hallo. Und ja, ich habe einen Film mitgebracht, bestimmt auch wieder Patrick, oder? Richtig, ich habe auch was mit. Wir müssen dazu sagen, diese Runde ist recht spontan entstanden. Die Filme sind auf Mubi nicht ganz so lange verfügbar, aber es kann durchaus sein, dass ihr diese Arthouse-Klasse Klassiker und sonst was auch in eurer DVD-Sammlung habt. Also seht uns nach, wenn das zum Erscheinen auf der Plattform vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Genau, das ist der Plan dahinter. Genau, ich muss sagen, generell, Mubi, also ich meine, wir alle kennen Netflix, wir alle kennen Amazon Prime. Ich verbringe teilweise mehr Zeit damit, mich durch Netflix durchzuklicken und irgendwas zu suchen, als wirklich zu gucken. Von daher ist Mubi eigentlich eine ganz gute Abwechslung, weil Mubi wirklich da relativ konsequent ist. Wie Patrick gerade schon angedeutet hat, hat Mubi eigentlich immer durchgehend 30 Filme am Start. Also jetzt für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Und die laufen halt dann auch wirklich nur 30 Tage und sind dann halt weg. Und das macht es eigentlich dann, sage ich mal, relativ einfach, weil man halt wirklich nur eine begrenzte Zeit hat. Und das ist dementsprechend eine ganz gute Abwechslung mal. Und ja. Das ist in der Tat, denn allgemein diese Streaming-Services haben ein großes Problem und das ist zu viel Auswahl. Deshalb fand ich es halt, selbst in der Videothek damals war es oft, weil man da halt wirklich physisch hingehen musste, war das ein bisschen leichter mit dem Aussuchen von bestimmten Sachen. Aber heute auf Netflix und Disney Plus, du klickst rum und baust und du kommst einfach nicht, du kommst nicht zur Potte bei dem Ding und dann ist der ganze Abend futsch, ohne dass du irgendwas geguckt hast. Nettes Feature hier von der Plattform ist auch tatsächlich, also wenn man einen Film gesehen hat und denkt, ja, mein Gott, hat mir gefallen, dann kann man quasi das mit 2-3 Freunden teilen. Die haben dann auch für 7 Tage einen kostenlosen Account, dann dadurch bei Mubi, also quasi sowas wie den 7-Tage-Probe-Account bei Disney Plus vergleichbar. Und dann können die sich da auch 7 Tage mal da quasi so ein bisschen durchwühlen und mal in die etwas andere Filmauswahl reinschauen. Ich verstehe halt nur nicht, warum dieser Streaming-Service genauso heißt wie die fiktive Burgerkette in Clerks 2. Was war zuerst da, ist die Frage. In dem Fall war, glaube ich, tatsächlich das Kevin Smith-Ding zuerst da. Ja. Ich denke, es ist nur Zufall. Und es wird auch anders geschrieben. Ja, ihr habt gerade schon angesprochen, außergewöhnliche Filmauswahl, so würde ich es auch bezeichnen. Das werden wir auch heute bei den Filmen, die wir heute besprechen, schon so ein bisschen merken, dass es auch doch sehr abwechslungsreich auf der einen Seite ist. Aber doch, ich habe jetzt gerade mal einfach ganz blöd die Wikipedia auf und da steht einfach, die Streaming-Plattform hat sich auf Film, Kunst und Klassiker spezialisiert. Und ich nutze Mubi jetzt schon privat auch so ungefähr seit, ich glaube, jetzt müsste es im 3. Monat sein. Und da sind echt, also was mir da teilweise für Filme über den Weg gelaufen ist, noch nie irgendwas von gehört. Filme aus den 20ern, Filme aus den 30ern. Ich war sehr, sehr angetan davon, dass ich glaube aktuell auch noch Mulholland Drive von David Lynch da zu finden ist. Wow. Also ich sag mal, da sind schon echte Bretter teilweise dabei. Also bei einer Mulholland Drive Besprechung wäre ich auf jeden Fall dabei. Oh ja, ich glaube, da könnte man halt 6 bis 7 Besprechungen machen wahrscheinlich. Das werden wir dann sehen. Ja, genau. Wollen wir dann einfach mal anfangen? Genau. Oder? Würde ich auch sagen, welche 3 Filme, obwohl wir hier zu viert sind, welche 3 haben wir denn heute für die lieben Zuhörer zu präsentieren? Sehr cool. Also, ein Film ist dabei, den wollten gleich 2 von uns machen, nämlich der Lasse und aber auch ich. Und da haben wir gesagt, komm, setzen wir uns doch einfach beide zusammen und sprechen einfach beide darüber. Und das ist ein Film, der vielleicht jetzt so auf den ersten Blick gar nicht so richtig in Mubi reinpasst, aber irgendwie, weil er dann doch vielleicht auch ein bisschen zu Mainstream ist, in Anführungszeichen, zumindest so in meiner Wahrnehmung oder in meiner Bubble, ist das ein Film mit dem Namen Die fabelhafte Welt der Amelie aus dem Jahre 2003, glaube ich, oder 2001 müsste es sein, von Jean-Pierre Jeunet, findet man aktuell bei Mubi, ich glaube jetzt seit dem 3. Mai, also dann auch noch wirklich bis Anfang Juni, über den sprechen wir heute, genau. Richtig, was sind die anderen 2? Ich habe von Jim Jarmusch Dead Man mitgebracht, sein Schwarz-Weiß-Western mit
Johnny Depp. Genau, und ich habe ja auch nochmal ein Kontrastprogramm von dem sowjetischen Regisseur Andrei Tarkovsky. Habe ich seinen letzten Film aus dem Jahre 1986 mit dem Titel Opfer oder The Sacrifice, der auch seit Anfang Mai auf Mubi verfügbar ist. Der einzige Film, von dem ich hier weder was gehört noch gesehen habe. Bin mal gespannt. Ja, mir geht's genauso. Aber das ist eben genau das Coole. Vielleicht schaffen wir es ja, den einen oder anderen Horizont auch innerhalb der Gruppe zu erweitern. Dann würde ich sagen, starten wir doch dann einfach mal direkt mit Amelie, weil das einer von diesen Film ist, die auch die meisten kennen, was ja so wahnsinnig interessant ist. Würdest du vielleicht, Flo, mal die Handlung vortragen von dem Film? Ja, ich habe hier tatsächlich gerade die DVD vor mir liegen und bevor ich mir da jetzt irgendwas zusammenkleister, lese ich doch einfach mal den Rückentext vor. Amelie lebt in ihrer eigenen fabelhaften Welt. Sie hat ein Auge für Details, die anderen entgehen, und einen Blick für magische Momente, die flüchtiger sind als ein Wimpernschlag. Als sie beschließt, als gute Fee in das Leben ihrer Mitmenschen zu treten, schickt sie einen Gartenzwerg auf Weltreise, zaubert jahrzehntelang verschollene Liebesbriefe wieder herbei und wird zum Schutz- und Racheengel in einer Person. Nur wenn es um ihr eigenes Glück geht, steht Amelie sich selbst im Weg, bis ihr ein guter Geist auf die Sprünge hilft. Jo, das trifft es so gesehen schon ziemlich gut. Amelie ist so einer von diesen Filmen, die gehören einfach zu der Kategorie objektiv gut. Habe ich immer so den Eindruck, das ist einer von denen, du triffst eigentlich keine Person, die den nicht mag, oder? Ja, ich kenne jetzt auch ehrlich gesagt niemanden, der ein Problem mit dem Film hat. Was ich ganz interessant finde, ich habe gerade schon gesagt, der Film ist aus dem Jahre 2001. Bin jetzt Jahrgang 88, also da war ich so ungefähr 12, 13. Eigentlich ein Alter, in dem man so einen Film überhaupt nicht cool findet. Eigentlich ein Alter, indem man irgendwelche Ballerfilme und irgendwelche, weiß ich nicht, Schlachten sich angucken will. Aber ich weiß selbst damals noch, als 13-jähriger, voll pubertierender Vor-Teenie, habe ich Amelie tatsächlich auch schon gefeiert. Und das war wirklich so auch einer der Filme, die mich auch gerade so in meinem Interesse generell an dem Medium Film sehr, sehr beeinflusst haben, weil er dann doch irgendwie ja in seiner ganzen Inszenierung sowas Besonderes irgendwie ist und ich ihn mir auch jetzt immer noch regelmäßig anschaue. Und wie du schon richtig sagst, ich glaube, es gibt keinen, der jetzt irgendwie ein allzu großes Problem mit dem Film hat. Ich kenne sehr, sehr viele, die den Film lieben, die vor allem die Musik lieben. Da werden wir gleich auch noch mal wahrscheinlich kurz drüber sprechen. ja, genau. Ich bin da genau wie du. Also ich bin Jahrgang 86. Er hat mich eigentlich auch in der Phase getroffen, wo noch nicht alles mit Streaming-Anbietern zu war, wo man noch klassisch in die Videothek gegangen ist und Filme ganz anders und für sich entdecken konnte, wo die FSK 18er Filme für mich oder sogar die verbotenen Filme, also die damals noch verboten waren, vielleicht sogar ein Stück weit interessanter waren. Aber ich fand den auch damals schon recht angenehm. Also es war ein richtig schönes Märchen. Im Prinzip war das Shape of Water, nur ohne den Fischsex. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn Guillermo del Toro Fan von Amelie war und da so ein bisschen Einflüsse hat einfließen lassen in Shape of Water. Ja, also ich muss sagen, weswegen ich den Film heute, also es ist echt so ein Film, wenn ich den anschmeiße, dann kann ich mich so in diese Welt verlieren. Ich sehe die bunten Bilder, ich sehe diese verträumte Amelie Audrey Tautou, die ja mit dem Film, glaube ich, ich bin jetzt im Französischen nicht so mächtig. Tautou, einfach, okay. Der ja mit dem Film so ein bisschen auf der einen Seite der Durchbruch gelangen ist, aber auf der anderen Seite hat man danach ja auch nie wieder so richtig Dan Brown-Film mit Tom Hanks. Genau, das war dann sonst ein paar Jahre später, wo sie dann richtig groß war nachdem. Und dann hat sie noch hier und da verschiedene andere Filme gemacht, aber es wird nie wieder so richtig, das war so dieser Fluch und Segen zugleich. So, hey, alle kennen sie jetzt, aber es sind einfach Projekte, die nicht mehr so mega markant sind jetzt für sie da. Man wusste halt wirklich nichts mit ihr anzufangen. Das war Klischee-Casting. Wir brauchen eine Französin. Ach, nehmen wir die Tattoo. Nichts anderes war das damals. Ja. Ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieses Barney Stinson-Phänomen. Du kommst aus dieser Rolle dann auch ganz schwer irgendwie nur noch raus. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, ja, das wurde ja auch so ein bisschen zum Verhängnis dann, glaube ich, im Nachhinein. Leider. Weil ich finde sie, ja, sie ist halt einfach natürlich schon sehr überzeichnet als eben genau diese, sie passt halt in diese künstlerische Welt, sage ich mal, in diese ästhetische Welt natürlich total rein mit ihrem wirklich
Porzellangesicht, so mehr oder weniger wie so eine Porzellanpuppe sieht sie ja teilweise aus. Zarte Haut, dieses sanfte Lächeln und so. Sie macht das schon natürlich super. Ja, sie strahlt so eine gewisse Naivheit aus, ohne komplett dämlich zu wirken. Also kindliche Neugier, genau, würde ich dann schon eher sagen. Ja, so kindlich naiv, aber sie scheint über die Welt Bescheid zu wissen, aber idealisiert das alles natürlich auch ein bisschen, formt die Welt um sie herum. Und der Film lässt nicht nur sie uns kennenlernen, sondern eben auch die ganzen Charaktere um sie herum. Da ist diese direkt von Anfang an diese unfassbar schnelle Erzählstimme, welche diese ganzen Details vorträgt in der Welt, die dann halt so gleichzeitig passieren. Ich wüsste tatsächlich zwei Filme, die dem so ein bisschen auch von der erzählerischen Tonart dann doch ähneln. Die beiden Paddington-Filme, die haben ja auch dieses märchenhaft Verträumte. Ja. Du hast recht. Paddington ist so ein bisschen fast so ein bisschen die britische Version von Amelie. Jedenfalls, wie die Filme gemacht sind auf eine gewisse Art. Ein bisschen mehr zugänglicher noch, würde ich sagen, weil es ist halt noch so ein bisschen mehr so offen, warm, märchenhafter, wo im Fall von Amelie, ich hatte den vor einer Weile nochmal gesehen, das war Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, und jetzt habe ich ihn heute nochmal gesehen als Vorbereitung für den Cast. Und was mir da vor ein paar Monaten schon aufgefallen ist, ist, das Ding ist gefilmt wie ein Horrorfilm irgendwie. Ja. Das ist ganz, ganz eigenartig, von der Farbgebung nämlich auch, obwohl das irgendwie alles so märchenhaft überzeichnet und Glitzer und so. Die Filter sind immer so ein klein bisschen so auch unbehaglich und gritty. Es ist nicht immer alles so ganz glatt gebügelt, und der Regisseur hat ja auch eine Vorliebe für Weitwinkelobjektive und diese teilweise so extreme Close-Ups und ganz seltsame Einstellungen. Und es ist halt alles sehr irgendwie in your face und offensichtlich und eben überzeichnet auch. Aber das ist, ich meine, es ist halt kein Wunder, weil die Filme, die er davor gemacht hat, haben ja alle irgendwie dann etwas eher mit unbehaglicheren Themen zu tun. Das wäre erst sein vierter Langfilm, halt nach Delikatessen, die Stadt der verlorenen Kinder und dann natürlich einfach nur sein Auftragsjob Alien Resurrection. Den mag ich aber tatsächlich auch sehr. Also stylisch ist auf jeden Fall ein Film von einem Cookie Frenchman, was Alien angeht. Und das war halt für ihn wirklich ein Kommentar von ihm, weil er hat Alien gesehen als quasi eine Werbung. Halt, er war da am Set, um alles auf Track zu halten und das Ding so zu machen, aber hat halt das Studio hat halt irgendwie so entschieden, wie es läuft. Und er war halt einfach so der Erfüllungsgehilfe für die und hat das einfach offen akzeptiert. Zu dem Zeitpunkt hat er schon an dem Drehbuch von Amelie gearbeitet und hat sich einfach gedacht, ja, ich habe hier so ein bisschen Exposure und ich mache dieses Ding, aber es war halt jetzt nicht etwas, wo er dann so mega, oh, und hier muss ich jetzt meine Visionen verteidigen. Ja, aber oder er hat es eigentlich ganz clever gemacht. Er hat so seinen Fuß in Hollywood reinbekommen. Ja, und dann, was mich eben auch so fasziniert, ist, Amelie war so ein Mega-Hit. Also gigantischer Hit. 133 Millionen oder so auf der ganzen Welt. Und gerade in Deutschland, was ich so interessant finde, alle paar Jahre kommt immer ein französischer Film raus, der Riesen-Hit in Deutschland ist. Zum Beispiel Ziemlich beste Freunde und sowas. Amelie, Ziemlich beste Freunde. Du hattest das mit, ich glaube, Kinder des Mathieu. Oh ja, Mathieu, schöne Stieß. Die Stieß, ja. Willkommen bei den Stieß, guter Gott. Ich glaube, zuletzt war jetzt dieser Monsieur Monat. Seine Töchter? War das einer? Danke, Monsieur genau. Claude und seine Töchter. Ja, genau, danke. Weil den hatten wir auch jetzt vor kurzem in dem Cast. Ja, alle paar Jahre gibt es immer diesen französischen Film, der Riesenrenner in Deutschland ist, was ich sehr interessant finde. Wobei, damit tun wir den französischen Kino auch Unrecht. Es gab ja nicht zu Unrecht da damals noch eine Phase des französischen Terrorkinos mit Mathieu, aber das führt jetzt zu weit. Die sind schon vielseitiger, als man denkt. Sie haben nicht nur das romantisch Verträumte. Natürlich, klar, die Franzosen sind sehr vielseitig, was das angeht. Aber eben in dieser Sparte halt Komödie, Romanze, so diese Überschneidungen. Das ist immer ein großer Hit in Deutschland. Und auch in Amerika hat dieser Film hier sehr viel Anklang gefunden. War für 5 Oscars nominiert, hat aber keinen für sich entscheiden können. Und ja, insgesamt, meine Meinung hat sich von damals, als ich ihn als Kind gesehen habe, ich glaube, ich war ein Ticken zu jung, als ich ihn geguckt habe, aber ich fand es halt trotzdem charmant und schön. Meine Meinung hat sich nicht groß geändert eigentlich. Ich finde ihn heute sehe ich ihn in anderen Augen halt. Ich sehe jetzt die Kunst der Kamera und so weiter, sehe ich halt alles mit anderem Auge, wo ich dann halt wirklich merke, wie toll das alles zusammenkomponiert ist. Aber wie steht ihr, jedenfalls diejenigen, die ihn gesehen haben, dazu? Und die eine Person, die ihn noch nicht gesehen hat, wie kommt es? Das frage ich mich auch. Er steht schon ewig auf meiner Watchlist, aber noch nicht dazugekommen.
gibt's ja aber auch Sachen halt. Also deshalb, da kann man dir gar keinen Vorwurf machen. Ich habe auch halt absolute Evergreen-Klassiker rumstehen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Manchmal kommt man einfach noch. Aber er macht schon, ihr habt mich jetzt schon Bock. Ich glaube, der wandert so ein bisschen weiter hoch auf der Watchlist. Yes! Sehr gut. ja, ich kann dir da eigentlich nur zu 100% zustimmen. Bei mir hat der Film auch, obwohl er jetzt schon fast 20 Jahre alt ist, immer noch die gleiche Faszination wie damals. Das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Ich muss auch sagen, die Liebesgeschichte, das ist die dann ja erst so, ja, die dann so im letzten Drittel des Films dann so immer mehr zu Trage kommt. Ganz ehrlich, so und nicht anders muss eine Liebesgeschichte in einem Film funktionieren, meiner Meinung nach. Und das ist so für mich eigentlich wirklich die perfekte Liebesgeschichte. Wenn mich jemand fragt, ey, sag mir mal, wie kann man das Thema Liebe in einem Film wirklich irgendwie schön darstellen, dann sage ich, ja, guck dir Amelie an. Das ist so, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es hat mich so nachhaltig einfach beeindruckt und ich finde es so schön. Und wenn ich jetzt dran denke, wird mein Herz ganz warm. Also, ja, einfach schön. Und dann, wir haben gerade schon das kurz angedeutet, da habe ich dann nur ein kurzes Oh Gott vernommen, die Musik. Lasse, bist du nicht so der Fan von der Musik? Oder wie konnte doch, ich doch, das? Doch, doch, doch. Okay. Das ist halt nur, ich habe halt eben auch so fast so ein Traumata davon, weil die Musik war dann einfach überall. Also wirklich dieses eine ganz besondere Klavierstück daneben. Weil das ist, überall hat man die Musik gehört. Das war so dieser Renner. Jeder hatte irgendwie, nicht nur hatte jeder irgendwie diesen Film geguckt, sondern jeder hatte auch irgendwie die CD. Mhm. Sogar meine Eltern halt. Und das lief dann rauf und runter. Das hörte man dann auf Konzerten, in Schulen, bla bla bla, in Werbespots, in allem einfach. Und es war einfach eine Musik, die einfach auch so jeden Geschmack getroffen hat, dass man der dann nicht entkommen konnte. Und ich habe davon nicht direkt ein Traumata oder so. Ich finde halt, die Musik ist immer noch schön. Das ist eine von denen, die noch nicht so direkt überspielt sind. Ich würde sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war dieser Soundtrack tatsächlich schon regelrecht kaputt kommerzialisiert worden. Mhm. Und deswegen war das dann irgendwann nicht mehr ertragbar. Und jetzt mit dem Abstand ist es wieder angenehm. Aber ja, ich verstehe den Lasse da komplett. Ich gehe da wirklich d'accord. Und dann komme ich auch zu meinem Fazit. Ich finde den Film schön. Ich finde das auch wirklich schön, dass diese Liebesgeschichte nur im letzten Drittel ist, dass man sich da wirklich Zeit lässt, da auch eine ganze Welt und die Sichtweise von ihr alles kennenzulernen. Also so und nicht anders sollte man das inszenieren. Das ist für die Leute, bei denen bei Disney zu viel rumgesungen wird, die haben damit dann so diese schöne, erwachsenere Version von einem Kinderfilm. Also Leute, die träumen wollen, aber nicht ganz so sehr mit Kindern vielleicht im Kino sitzen wollen, weil das gerade auch nicht möglich ist. Ja, es ist so ein moderner Märchenfilm, ohne jetzt auf diese Art richtig groß aufdringlich zu sein. Es ist eben auch keiner, wo man heutzutage so irgendwie Hipster und Style over Substance oder sowas. Na, das ist halt definitiv einer, bei dem man erkennen soll, so, oh, das ist die Stilistik, das ist das, was wir uns hier ausgedacht haben, mit diesen schrägen Einstellungen und diesen seltsamen Character Introductions, wo wir dann halt bei jedem Charakter, ob wir es nun wollen oder nicht, erfahren, was er oder sie mag oder nicht mag. Aber das, was dann eben auch eine schöne Möglichkeit ist, uns denen nur in ein, zwei Sätzen nahezubringen. Und dann werden diese Geschichten noch ein klein bisschen weiterentwickelt, hier und da. Und ab und zu gibt's auch wirklich sehr, sehr tränenreiche Sequenzen. Ich denke da nur an das Ding mit Rutodo. Da kriegt's mich immer. Ah, das finde ich immer richtig schön, wenn sie ihm dann das lang Vermisste wiederbringt, sozusagen. Mhm. Und auch sonst halt, wenn es so teilweise dann Reunions gibt in dem Film und halt, wie sich Charaktere auf eine Art weiterentwickeln, wo man das vorher nicht gedacht hätte. Also ist einfach schön. Kleiner Einwand noch von mir, damals war noch wirklich auch der Humor war gut getimt und da wurden dann emotionale Szenen nicht durch einen dummen Spruch quasi kaputt gemacht. Das war noch aus der Zeit. Mhm. Ja, das ist... Stimmt. Aber es ist definitiv halt vom Stil her auch ein früher 2000er Film, wo es halt diese Weitwinkeleinstellung gab und alles. Also wo jeder Regisseur irgendwie so zeigen wollte, ich bin der Künstler, seht mich an. Aber halt hier wirkt das irgendwie natürlicher, weil der Regisseur das auch schon vorher gemacht hat. Und das ist einfach sein Stil. Im Gegensatz halt zu bestimmten anderen amerikanischen Leuten, wo die dann alle gedacht haben, ich bin der nächste Terry Gilliam, ich bin der nächste Tim Burton. Und
das hier wirkt sehr, sehr trotzdem so noch frisch und originell und eigen. Designstil ist tatsächlich eher so eine angenehme Unaufdringlichkeit, wenn man so nimmt. Ja, und das hier ist definitiv einer, wo es so ein bisschen extremer ist noch hier und da. Aber es ist teilweise, wie sie mit den visuellen Effekten spielen und so, ist halt immer schön, wo man dann einfach direkt in den Kopf reinblickt von Amelie und wir erkennen visuell, wie sie sich fühlt, was passiert. Halt, es gibt diese Zoom-Einstellungen oder wir sehen durch Dinge durch und sehen dann etwas in einer Tasche oder wir schauen in ihren Körper hinein und so. Es ist wirklich alles richtig schön ausgedacht und sogar halt Figuren, die so ein bisschen unsympathisch rüberkommen sollen, wenn sie dann quasi ihnen eins ausgewischt wird, dann tun sie mir dennoch irgendwie ein bisschen leid. Ja, ich kann mich euren positiven Worten nur anschließen. Also wer nach dem Film keine Lust hat, nach Paris zu fliegen und sich mit einem Baguette und einer Flasche Wein unter den Eiffelturm zu setzen, ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Paris wird in dem Film auch nochmal wirklich aus einer ganz anderen, oder nicht aus einer ganz anderen, aber aus einer wirklich schönen ästhetischen Sicht dargestellt. Gerade wie du sagst, mit den Kameraeinstellungen am Ende, wo sie da am Notre Dame sind. Vorher, wenn sie mit dem Fahrrad durch den Jardin de Luxembourg fahren, das ist einfach, ja, da kommt so dieser französische Flair kommt auf und ich merke schon, ich fange an, Französisch zu sprechen. Ja, es ist fantastisch. Halt, Kamera Bruno Debonnel, welcher auch dann in Hollywood richtig große Erfolge hatte. Sehr gut. Würde ich dir sagen, das ist ein Wohlfühlfilm? Ja. Okay. Oh ja. Ja, das ist definitiv ein Wohlfühlfilm, ja. Das ist einer, da lädt man sich zurück, taucht in diese Welt ein und ja, fängt an zu träumen. Okay. Interessanterweise, weil ich halt gerade halt Tim Burton und so erwähnt habe, Bruno Debonnel hat für mehrere Tim Burton-Filme dann die Kamera bedient. Ah, guck, ja. Zum Beispiel Dark Shadows, Big Eyes und Die Insel der besonderen Kinder. Und hat Roger Deakins vertreten für die Coens bei Ballad of Buster Scruggs. Ja, der Typ hat ein Auge, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja. Also, Trebion. Ja, très bien. Insgesamt ist halt einfach Amelie so einer, über den wissen eigentlich alle Bescheid, so fast jeder kennt ihn irgendwie und die meisten haben ihn auch gesehen. Und es gibt halt heute, auch aus heutiger Sicht, nicht mehr so mega viel zu sagen über ihn. Das ist einer, der ist zeitlos schön und gut gealtert auf seine Art. Ja. Und alle diese Schauspieler sind eben auch so toll ausgesucht. Was ich an den Franzosen so mag, ist, die haben diese unfassbaren Charaktergesichter auch, halt, wo man immer eben so dieses perfekte Gesicht für genau diese Rolle und dann diese perfekte Art zu spielen. Ja, da erinnere ich mich immer an den Typen, der in dem Laden sitzt. Ich glaube, der dann auch später mit der Mitarbeiterin verkuppelt wird. Ich weiß nicht genau, wie er leider heißt in dem Film. Das ist so ein. Oh ja, der ist mir auch im Gedächtnis geblieben auf jeden Fall. Dominique Pignon, der ist, glaube ich, in allen Jean-Pierre Jeunet-Filmen. Der war auch in Alien. In Alien 4 spielt er den Typ im Rollstuhl. Ist er dann nicht Alien? Nein. Lustigerweise, weil Dominique Pignon ist halt auch einer, der tatsächlich ziemlich gut Englisch sprechen konnte, aber der hat dann nie wirklich danach gestrebt, eine amerikanische Karriere zu haben. Der ist dann in Frankreich geblieben. Naja. Wollt ihr jetzt noch Baguette-Stangen vergeben oder irgendeine Punktevergabe? Oh. Oder oh, ich weiß ja, gute Idee. Was sich bei diesem Film am besten lohnt. Ich weiß nicht, eigentlich Baguette kommt nicht wirklich vor. Ja, ich habe jetzt nur halt Paris, das war das Erste, was ich damit assoziiert habe. Passfotos oder so könnte man vergeben. Oh, Passfotos, das ist eine gute, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Ich mache einfach mal den Anfang. Das ist aber eigentlich relativ schnell erzählt, die Geschichte. 5 von 5, der Film, der wird immer bei mir einen Stein im Brett haben, einen Stein im Baguette haben, von daher, also da, ja, mag vielleicht ein bisschen nicht so weitsichtig zu sein, aber in den Erinnerungen werde ich immer drin bleiben. Klar, man kann jetzt anfangen, natürlich auch kritische Punkte rauszusuchen, aber das ist so ein Film, da möchte ich das einfach auch gar nicht, weil der hat einen Platz in meinem Herzen und warum soll ich ihn da rauslassen? 5 von 5. Da bin ich nicht weit hinterher. Ich vergebe 4,5 von 5. Immer noch zeitlos. Es ist ein vergleichsweise moderner Klassiker. Einer, der mich auch nie losgelassen hat, wirklich, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und eben einer, den man auch einige Schlüpfrigkeiten hier und da zum Trotz, den man trotzdem mit der ganzen Familie gucken kann. Und definitiv ein Film über Frankreich von Franzosen, aber eben auch einer, der international ganz wundervoll funktioniert. Und meine Einstellung zu ihm hat sich über die vielen, vielen Jahre nicht groß geändert. Okay, dann bin ich jetzt als Letzter. Also ich finde den auch richtig, richtig gut. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten. Also die Fünferkeule hole ich wirklich extremst selten raus. Ja. Deswegen, bei mir ist es eine 4 von 5. Immer noch sehr gut, aber so sind dann tatsächlich Kleinigkeiten, wo ich dann denke, ja, es ist halt manchmal nicht so mein Film. Also ich bin nicht immer in der Stimmung für diesen Film, obwohl er wirklich ein Feel-Good-Film ist. Aber von diesen ganzen französischen Filmen, die angekommen
angeschwemmt kommen, ist das noch mit einer der besten. Und ich bin auch da wirklich angetan, dass da mal auch in Deutschland Geschmack bewiesen wurde. Also, ja, kann man schauen, der ist ein wirklich schöner, märchenhafter und verträumter Film. Ja, absolut. Und für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, auch das gilt auch für die anwesende Person hier, wir hoffen, wir haben ihn euch schmackhaft gemacht und ihr werdet es bald nachholen. Sehr gut, dann kommen wir zum Schwarz-Weiß-Western, oder? Oh ja. Ja, denke ich doch, nehmen wir den direkt als nächstes. Da bin ich mal sehr gespannt. Genau. Ich habe Dead Man aus dem Jahr 1995 gesehen. Das ist ein Jim Jarmusch-Film, den ich bis vor 2-3 Stunden tatsächlich noch nicht gesehen hatte. Also ist das für mich eine frische Erstsichtung. Jeder, der Jim Jarmusch kennt, weiß, dass es ein eher gemächlicherer Regisseur ist. Also das darf man nicht gucken, wenn man müde von der Arbeit kommt oder so. Man muss schon für seine Filme eine gewisse Grundgechilltheit haben, um sich darauf einlassen zu können. Der Film hat auch hat eine FSK 16 und hat einen sehr, sehr guten Cast. Also wir haben hier Johnny Depp in der Hauptrolle, Iggy Pop, Lance Hendrickson, Crispin Glover, Billy Bob Thornton, Gabriel Byrne, John Hurt, Steve Buscemi. Das ist wirklich eine ziemlich klasse Besetzung. Und Johnny Depp ist da für seine Verhältnisse wirklich in so einer Kontrastrolle besetzt. Also er ist mal nicht so dieser Weirdo und genau deswegen ist er so der Weirdo. Er ist ein eher femininerer Buchhalter, der jetzt einen neuen Job in einer neuen Stadt antreten will. Um sich den leisten zu können, hat er quasi sein ganzes Vermögen verkauft. Aber als er dann ankommt, dieser William Blake, dann findet er raus, dass die Stelle, für die er in Frage kam, jetzt schon vergeben wurde. Und dieser Bürgermeister hat auch kein Interesse, denen einen anderen Job zu verschaffen. Also er setzt ihn buchstäblich auf die Straße. Er landet im Bett von einer Prostituierten. Wie es halt so ist, Fish out of water, du kommst in der neuen Stadt an und landest im Bett von einer Prostituierten. Standard eben. Aber am selben Abend taucht der Ex von dieser Prostituierten auf und ist nicht darauf klargekommen, dass sie ihn verlassen hat. Er erschießt diese Prostituierte, die Kugel geht durch sie durch und verwundet ihn noch halb. Und Johnny Depp nimmt dann im Halbwachzustand die Pistole und erschießt diesen Mörder. Und es kommt dann raus, dass dieser Typ, den er erschossen hat, der war der Sohn des Bürgermeisters, also der ihn eh schon aus der Stadt halb verscheucht hatte. Und er lässt ein großes Kopfgeld auf ihn aushängen. Halb verwundet schleppt er sich dann durch die Stadt. Die Kugel steckt noch zum Teil in ihm drin und ein Indianer namens Snowbody findet ihn. Und zusammen haben sie dann eine Odyssee, die quasi so seinen halben Weg in den Tod beschreibt. Oh, ja. Für den Jim Jarmusch-Film schon von der Ausgangslage recht turbulent. Ja, es ist wirklich so. Ich bin auf diesen Film gestoßen durch eine Johnny Depp-Biografie, die ich mal gelesen habe, wo dem Film ein Kapitel gewidmet war. Und wann sagtest du, kam da nochmal raus, 95. der Film? Ja. 95. 96. Das war so 96. Okay, das war ja so um den Zeitraum herum von Ed Wood. Genau. Was ja auch ein anderer Schwarz-Weiß-Film mit Johnny Depp ist. Aber Ed Wood war ja dieser Startschuss in Johnny Depps Karriere, wo er dann so beschlossen hat, I play weird characters. Und da war eben das hier eben noch nicht so ganz in dieser Phase hier mit drin, wo dann eben das noch so ein bisschen, wo er noch diese sehr diverse Auswahl hatte von Filmrollen und all dem. Und ich weiß noch, dass es eine bestimmte Reaktion gab, glaube ich, bei einer der Kinovorführungen. Ich glaube, das war dann mit, wo dann der Regisseur da mit saß, eine der Premieren oder so, und da hörte man dann während des Films plötzlich laut irgend so eine Stimme rufen, Piece of shit, Jim! Also der war, glaube ich, nicht ganz unumstritten, als er rauskam. Fühl doch noch ein bisschen weiter aus, oder? Weil ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Ja, also ich soll noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Also Johnny Depp ist hier wirklich, er ist nicht wirklich, er nie am Overacten. Er durchlebt im Verlauf des Films trotzdem eine Wandlung, aber auf diese Jack Sparrow oder Fear and Loathing in Las Vegas Schiene gerät er nie. Er ist echt eine Zeit lang während dem Film eher so dieser ruhige Typ. Er hat im Westen eine Brille auf, was ja auch schon als Schwäche gelten könnte. Er trägt einen Aktenkoffer mit sich und er ist eher so der Ruhige, der alles in sich reinfrisst.
Und ich muss sagen, er hat mir auch sehr gut gefallen in der Rolle. Ja, es ist halt wirklich ein Kontrast zu dem, was er jetzt die letzten Jahre gespielt hat oder auch zu Lone Ranger, wo er den Häuptling gespielt hatte. Nach Häuptling ja nicht so richtig, halt verstoßenen karnischen Ureinwohner mit einem Dachschaden. Genau. Er hat hier mal keinen Dachschaden und ist hier dadurch, dass er Normalo ist, der Weirdo in dieser ganzen verrückten Welt. Die ganzen Leute, die da auf ihn gehetzt werden, da sind unter anderem auch Kannibalen dabei. Das ist für Jim Jarmusch-Verhältnisse echt schon weird und pessimistisch. Der einzige Film von dem, den ich gesehen hatte, der noch pessimistischer war, das war letztes Jahr The Dead Don't Die. Echt, der ist pessimistisch? Der ist relativ pessimistisch, ja. Okay. Und man muss schon ganz klar. Die sind alle nicht so im Overacten und Jim Jarmusch hatte davor nie so ein Western-Setting, das waren eher so sonst, ja, in der heutigen Zeit, in der Jetztzeit, aber dieser Schwarz-Weiß-Kontrast unterstreicht nochmal die Rauheit des Westerns. Und wer Jim Jarmusch kennt, der weiß, der bleibt dann auch, er hält Einstellungen teilweise minutenlang, lässt Dialoge auch ohne Schnitte zu, zeigt teilweise nur Reactions. Man muss auch ganz klar sagen, das ist kein typischer Western, auch wenn wir jetzt immer wieder sagen, dass es ein Western-Setting hat. Ja. Er hat halt diese Verpackung mit Cowboys, Indianer oder Kopfgeldjäger und Schießduell oder wer zieht die Waffe schneller oder so. Aber das dann in einer ganz ungewöhnlichen Verpackung eben. Und Atmosphäre. Genau, eben erstmal in Schwarz-Weiß und dann noch auch so eine ungewöhnliche musikalische Untermalung, die irgendwie immer bruchstückhaft eingestreut wird und nie irgendwie durchgehend ist. Die Gitarrensounds, die kommen dann teilweise ja auch, wenn es eben schlecht geht, dann so bum, 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 fast schon wie so ein Wummern, das Sicario Wummern nur in der Gitarrenversion, würde ich schon sagen. Verstehe. Das war ja zu der Zeit, wo Johnny Depp halt noch so ein richtiges Sexsymbol war allgemein. Ich meine, du hattest da um den, ich glaube, das war ein klein bisschen später, Don Juan de Marco. Du hattest natürlich seinen Mega-Erfolg bei mit 21 Jump Street. Verschiedene andere Sachen, wo er halt wirklich bei den Filmen so ein bisschen danach gesucht hat, was kann ich irgendwie das Kontrastprogramm zu diesem Image, im Prinzip das, was Robert Pattinson immer noch macht. Abgesehen jetzt von Nightmare on Elm Street, aber ja, ich stimme dir ansonsten zu. Ja, ja, eben genau. Aber ich meine, Nightmare on Elm Street, seine allererste das Rolle. Das war sein Startschuss damals. Eben, und noch nicht mal die Hauptfigur ja wirklich, also der richtige Erfolg kam ja mit 21 Jump Street. Er war dann ja in einem John Waters Film ja auch, Crybaby. Also verschiedene Sachen, wo halt wirklich nach interessanten, wo ich das Gefühl habe, nach interessanten Filmemachern gesucht, um da so sich etwas Eigenes aufzubauen und davon fern zu bleiben, weil die späteren Jahre von 21 Jump Street haben ihm auch nicht mehr so gut gefallen. Da hat er sich eingeengt gefühlt, kreativ, er wollte was ausprobieren. Und das hier fällt da so mit rein, wo man dann so, ja, er hatte Sachen mit Tim Burton, hatte Sachen mit John Waters und dann eben jetzt hier Jim Jarmusch, da gibt das absolut Sinn. Und die Rolle scheint ja wohl auch dann eher unkonventionell zu sein. Seine Verhältnisse, passend. Ja, und man merkt, dass er damals noch nicht von Amber Heard zerstört worden ist. Also er hatte da noch Bock und hatte da noch sein Mojo. Ja, vor ein paar Jahren ist das leider eher zum Erliegen gekommen. Obwohl ich halt finde, dass er Charisma und Spielfreude zeigt, obwohl das die Filme nicht verdienen, in fantastische Tierwesen. Und man muss ihm zugute halten. Er wurde ja quasi von Tim Burton regelrecht immer wieder in der Hauptbesetzung aufgenommen. Und im Gegensatz zu, ich vergleiche das jetzt einfach mit Robert Downey Jr. und Disney, er wurde dann nicht so sehr zur Klischeefigur unter Tim Burton wie Robert Downey Jr. in den Marvel-Filmen. Also da hatte man selten das Gefühl, dass er die Schauspielerei so ein bisschen verlernt hat oder faul geworden ist. Ja, ich habe da auch nie wirklich Probleme gehabt mit Robert Downey Jr., aber im Fall von Johnny Depp ist es halt so ein bisschen, hat sich das Gimmick dann totgelaufen. Ich glaube, die meisten waren spätestens fertig bei Alice im Wunderland. Wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt ist mal gut hier. Obwohl ich finde, dass er auch gut ist in der Rolle. Wo ich nicht verstehe, was es mit diesem. Da war es schon so Standard. Ach, wir brauchen einen Weirdo Johnny Depp. Ja, und ich meine eben Tim Burton-Film. Ja, Johnny Depp. Aber inzwischen ist das ja irgendwie auch vorbei. Die haben jetzt auch länger nichts mehr zusammen gemacht. Wer weiß, ob da noch irgendwas zustande kommt. Nee, ich hoffe halt wirklich, dass er sich nochmal aufrafft und einen guten Erfolgsfilm kriegt, wo er nochmal so sein Talent beweisen kann. Wenn du dann überlegst, er war in Tusk und Yoga-Hose, ist das. Ach, Mann, das hat schon weh getan, ihn so verstürzen zu sehen.
Ich fand ihn gut in Tusk und das war halt auch so ein Freundschaftsdienst, weil er Kevin Smith gut kannte auch und die haben sich kennengelernt über deren Töchter und weil deren Töchter befreundet waren und dann haben sie gedacht, hey, machen wir mal was zusammen. Nee, ich fand ihn gut. Hast du noch was dazu zu sagen eigentlich? Also der andere, der den Film gesehen hat. Der andere, hallo, hier. Ja, eben, genau. Ja, sorry. Mich würde auch noch mal interessieren, was es da noch für Meinungen gibt. Ich fand ihn tatsächlich, hat mir sehr gut gefallen. Von den Filmen, die ich bisher von Jarmusch gesehen habe, ist er einer, der mir am besten gefallen hat. Ja, das kann ich aber auch bestätigen. Da passiert halt für seine Ja, eben genau. Mit am meisten. Da passiert viel. Und es hat mich auch von der künstlerischen Seite angesprochen, sei es das Schwarz und Weiß oder wie man das einbindet oder er nimmt ja dann quasi so eine spirituelle Reise oder ja, genau. Dieses, also und wenn man es will, kann man das tatsächlich als spirituelle Reise sehen, dass er seine letzte Reise mit dem Indianer angeht. Ich fand auch immer diesen Running Gag cool zwischen Nobody und ihn, wenn er ihn immer wieder fragt, hast du jetzt Tabak? Ich fand den Indianer auch super. Also, ja, der hat mich der Indianer so, war cool. So ein knuddeliger Indianer. Ich weiß noch gar nicht, ob ich so mal so einen knuddeligen Indianer gesehen habe. Ich fand das total cool. Hey, ich meine, er wacht da auf und der Indianer poolt dann mit einem Messer an ihn rum. So, ach, du wurdest angeschossen. Ich habe versucht, die Kugel rauszuholen. Dummer weißer Mann. Vor deinem Herzen. Aber ich krieg sie nicht raus. So trocken kommt das rüber. Ich kenne diese Einstellung, wo Johnny Depp da irgendwie sitzt und dann wird sein Gesicht zu einem Totenschädel. Was hat es damit auf sich? Wollen wir das jetzt ernsthaft spoilern? Es geht so in diese spirituelle Richtung. Ah, okay, es ist so, okay, gut. Vielleicht ich so ein bisschen halt, Foreshadowing, aber... Okay, gut, ich kannte halt den Kontext der Szene. Sagen wir es mal so, es könnte Foreshadowing sein oder es könnte auch seine Wahrnehmung sein. Das wollen wir hier nicht spoilern, aber dieses Bild ist echt bekannt. Okay, ja dann, ja, das ist halt also eins der markantesten Visuals und das habe ich gesehen in Essays und so und da dachte ich, ja, ich frag doch mal nach, was damit auf sich hat. Der Film wirkt auch von seiner Optik so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Letztes Jahr hat man mit Der Leuchtturm einen Film gemacht, der so eine ähnliche düstere Grundstimmung hat, nur ist Dead Man bisschen technisch verspielter, hat noch so ein paar witzigere Charaktere und ist von der Grundstimmung her nicht ganz so düster. Oh, okay. Nach dem, was ihr mir hier so beschrieben habt, klingt das wie einer, den ich mir eigentlich tatsächlich auch mal ansehen sollte. Finde ich ja. Finde ich schon, ne? Also ich muss... Ich meine, ich mag gerade als großer Johnny Depp-Fan halt auch. Das ist so einer aus der Sparte, die ich einfach noch nicht gucken konnte und ich finde, da wird es echt langsam... Genau, sein. Und da ja eh diese Jim Jarmusch-Sparte hier bei Mubi recht groß ist, dachte ich, ja, es ist so, ich dachte dann, okay, dann fange ich mit dem Film an, den ich noch nicht kenne, der einen guten Ruf hat. Vielleicht erwischt er mich ja auf den falschen Fuß und wenn er schlecht gewesen wäre, hätte ich einen schönen, lustigen Verriss drüber gemacht. Ist aber nicht passiert. Na, ein Glück. Ja, würde ich sagen, wir beide vergeben eine Punktwertung. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten und letzten Werk. Genau. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich vergebe 4 von 5 knuddeligen Indianern. Dem schließe ich mich tatsächlich an. 2 Vierer-Wertungen an einen Tag. Ach, verdammt. Oh, das stimmt heute nicht. Hammer. Absolut. Das ist cool. Das ist cool. Dann, ja, Flo, du hast ihn gesehen oder nicht? Oder nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mich jetzt auch dezent zurückgehalten. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Jarmusch und Depp höre, dann kommt es mir leider hoch. deswegen... Ja. Oh. Also ich bin weder ein Jim Jarmusch-Fan noch, also Johnny Depp kann ich überhaupt nicht leiden. Aber 2x4 klingt jetzt nicht so verkehrt. Ich habe mir jetzt auch nebenbei mal einen Trailer laufen lassen hier und mir das angeschaut. Vielleicht werde ich jetzt mal reinschauen. Ich meine, ich habe Mubi, also von daher. Genau. Na dann, dann ist doch gut. Dann kommen wir zum nächsten Film und zum letzten natürlich für heute. Bitte, bitte, stell ihn doch mal vor und worum geht es und was hat dich dazu geritten, diesen Film zu gucken? Ich hatte ihn schon vorher gesehen, also demnach. Ich habe mal geguckt, was gibt's denn noch? Das ist ein Film von Andrei Tarkovsky, einem sowjetischen Filmemacher, der ja schon zu sehr bedeutenden Regisseuren zählt. Seine Filme sind auch eher von der ruhigen Sorte, sag ich mal. Also dagegen war ja gut, Dead Man war jetzt nicht so langsam, aber da gegen sind die Jim Jarmusch-Filme schon teilweise ganz schön flott komplett unterwegs. Komplett entschleunigt. Ach so. Ich finde die, also ich teilweise tatsächlich sogar anders, ja. Es gibt bei Tarkovsky wirklich selten einen konkreten Handlungsablauf. Das ist mehr so ein Dabeisein oder eine bestimmte Stimmung, die vermittelt wird. Ja, und man muss sich definitiv auf seine Filme einlassen können. Die sind nicht so einfach wegzuschauen, sag ich mal. Den Film, den ich jetzt
geguckt habe. Das ist The Sacrifice oder auf Deutsch Opfer aus dem Jahre 1986 mit einer Länge von 149 Minuten und einer Altersfreigabe von 12 Jahren. Das ist der letzte Film von Tarkovsky, der nur wenige Monate nach der Uraufführung verstorben ist. Und dieser Film gewann unter anderem den großen Preis der Jury in Cannes. So, und jetzt ist nicht nur sein letzter Film, sondern auch der erste Film, den ich von Tarkovsky gesehen habe. Beziehungsweise das erste Mal, wo ich mir was von ihm angeguckt habe. Und mittlerweile hat er für mich wirklich seinen Reiz. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht. Habt ihr schon mal was von ihm gesehen? Leider nein. Ich habe Stalker gesehen. Ach doch, den Freund hat ihn mir gezeigt. Und das ist einer der Begebenheiten gewesen, wo ich wirklich eingeschlafen bin bei dem Film. Also ich kann halt allgemein, das liegt wahrscheinlich auch nicht an Tarkovsky, aber ich kann mit dieser Art von Experimentalfilm, wo der ja Science-Fiction-Film in Anführungszeichen sein soll, nichts anfangen. Das ist mir einfach dann, das gibt mir nichts, ich bekomme davon nichts und ich verliere da das Interesse. Und Starker ist echt so einer von diesen, wo ich halt mal nicht wirklich sagen kann, ich hasse ihn oder sowas, weil ich bin einfach so vollkommen, es ist nichts für mich da. Und ja, also das ist das Einzige, was ich von Tarkovsky tatsächlich komplett gesehen habe, bis auf den kleinen Part, wo ich mal eingepennt bin. Aber ansonsten denke ich, habe ich bestimmt mal hier unter Clips gesehen durch das Filmstudium. Also weil das ist halt einer, der wird einem immer halt empfohlen, so von wegen, hier, das ist wichtig, das ist wichtig. Hey, Stalker ist halt wirklich, im Vergleich zu Jarmusch, komplett entschleunigt. Der Film lebt eher von dieser unangenehmen Atmosphäre von einer zerstörten Welt, die es aufbaut, hat nicht umsonst diese Videospielreihe inspiriert. Ja, stimmt. Die dann tatsächlich das, was da nur angedeutet wurde, wirklich sich da komplett drin gesuhlt hat. Also Stalker wirkt wirklich am besten, wenn man eine ausgeprägte Fantasie hat und das am besten alleine im Dunkeln schaut. Was, ja, ich schätze, keine Ahnung, oh Gott. Aber dieser hier, Opfer, klingt für mich schon, weiß nicht, ein klein bisschen interessanter. Fühl doch noch mal ein bisschen weiter. Ja, genau. Und zwar geht's um einen in die Jahre gekommenen Schauspieler, der gemeinsam mit seiner Familie und ein paar Freunden seinen Geburtstag auf einer skandinavischen Insel feiert. Und ja, dann redet man und man philosophiert und plötzlich wird der Himmel ganz dunkel, das ganze Haus beginnt zu wackeln. Und ja, ohne genau zu wissen, was da jetzt vor sich ging, sehen sich die Versammelten einer Art Apokalypse entgegen. Viel besser kann ich es gar nicht beschreiben, denn viel klarer wird's auch nicht wirklich. Es wird einiges angedeutet. Die Umstände haben da zum Beispiel Ähnlichkeiten mit dem Ausbruch eines nuklearen Weltkrieges. Aber im Großteil lässt er sowohl die Charaktere dort als auch den Zuschauer im Dunkeln. Okay, so viel sei gesagt. Ich bin interessiert. Yep, ich bin hooked. Das klingt nach einem Szenario, dass das für mich reizvoll wäre. Aber ich stelle es mir gerade vor, von dem, was ich von Tarkovsky kenne. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das wahrscheinlich aussieht, wie das abläuft, wie das Tempo ist. Aber dennoch, es klingt interessant für mich. Geht eben dann um zum Beispiel die Reaktion der Charaktere, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen, weil sie eben auch nicht so genau wissen, okay, was ist jetzt hier los? Wir haben diesen eingeschränkten Blick von diesem Haus, wo die sich eben zu diesem Geburtstag getroffen haben. Das Ganze ist sehr Theater, also wie ein Theaterstück inszeniert teilweise. Da sind feste Einstellungen und dann gehen einzelne Figuren, zum Beispiel in einem Wohnzimmer, gehen auf und ab, dann setzen sie sich auf einen Stuhl, dann reden sie, stehen auf, gehen zum Fenster, dann setzt sich ein anderer auf den Stuhl. Also das hat schon was Theaterhaftes und dann eben sehr lange Einstellungen, auch bedeutungsschwangere Bilder oder ja. Ich bin jetzt so ein bisschen über den Titel gestolpert, Opfer. Was hat es denn damit auf sich? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Der Zuschauer Opfer zur Zeit. Ja, da lässt er mit seinem Titel auf jeden Fall Interpretationsmöglichkeiten offen, aber ich denke, wenn man dann das Ende des Films sieht, dann ist das schon eindeutig, aber das will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, sag ich. Also hat der Titel so eine mehrfache Bedeutung, kann mehrfach interpretiert werden? Ja, auf jeden Fall, da kann man unendlich, denke ich, daran was interpretieren. Ich bin auch ganz ehrlich, ich saß am Ende auch da und habe mir gedacht, ja, also ich glaube nicht, dass ich den zu 100% verstanden habe. Das sind die besten Filme. Ja, ich saß da und habe mir überlegt, der hatte was und der war auch gut, aber so richtig habe ich den jetzt, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich mit sogar Google haut hier keine richtige Inhaltsangabe raus, sondern geht eher auf die Entstehung ein. Ich habe jetzt, also das war, wie gesagt, meine erste Berührung mit Tarkovsky. Der ist
dazu ist der Film eigentlich ganz gut, damit man sich an die Art der Inszenierung, sag ich mal, herantasten kann. Und mittlerweile, ich habe jetzt schon noch ein paar andere von ihm gesehen, ist es für mich mittlerweile einer der schwächsten von ihm. Oh, gibt es, weil ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, gibt es da irgendwie so eine längere Kamerafahrt, wo dann sie durch ein Haus fahren und da brennt dann irgendwas im Hintergrund und Charaktere schauen das an, wie es brennt oder sowas, rein zufällig? Ja, das gibt's. Okay, gut, weil dann könnte es nämlich sein, dass ich die Szene im Fernsehen gesehen habe vor ein paar Jahren, dass da irgendwie lief auf Arte oder sowas, also wo sonst? Das ist so ziemlich das Ende. Ah, okay, verstehe. Dann habe ich aber definitiv etwas von dem Film gesehen. Also okay, gut, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das Pacing ist, wie es aussieht und so. Aber was so deine Schilderung bisher angeht, weiß nicht, klingt immer noch etwas, was mich trotzdem irgendwie interessieren würde. Aber warum findest du, dass es einer seiner Schwächeren ist? Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich am Ende selber da saß und gedacht habe, nur so richtig weiß ich jetzt nicht, wie ich den deuten soll. Er wird auch gegen Ende dann noch religiös und dann bringt er auch noch, also er bringt noch so ein paar Themen mit rein, wo ich mich dann auch gefragt habe, entweder weil ich nicht religiös bin und nichts damit anfangen kann oder so, aber wo er mich dann losgelassen hat und wo ich mir dann noch die schönen Bilder angeguckt habe. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also er hat mich zumindest so auf die Tarkovsky-Schiene gebracht und er hat mich dazu bewogen, auch noch die anderen Filme von ihm angucken zu wollen. Oh, na dann. Okay. Ja, deswegen, ja, bisschen komisch mit dem letzten Film zu starten, aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit. Irgendwo muss man mal anfangen. Ja, genau. Ich sehe gerade, Tarkovsky hat sich 1972 auch diesem Werk von Stanislaw Lem, diesem Solaris, gewidmet, von dem ist ja dann auch, glaube ich, 30 Jahre später diese, ja. Mit George Clooney, diesen. Ja. Genau. Ach, genau. Ja. Ja, von Steven Soderbergh war der, glaube ich. Oh. Genau, Solaris. Dieses verdrängenswerte etwas. Also der Film. Solaris fand ich auf jeden Fall, der war sehr gut. Ja. Aber du meinst jetzt nicht der Soderbergh, nee, sondern der Tarkovsky. Ich meine den von Tarkovsky. Gut. Genau. Kann der sich von der Atmosphäre so ein bisschen mit Lynch vergleichen? Der erklärt ja auch nicht unbedingt immer, sondern lässt es für sich stehen und lässt auch oft seine Atmosphäre einfach wirken. Würde ich nicht sagen. Nee. Ich glaube, ist schwierig, aber ich würde es nicht sagen, weil ich sag mal so, ich habe das Gefühl, bei Tarkovsky braucht man schon seine Geduld. Ja, weil Lynch hat trotzdem so diesen gewissen spielerischen Faktor auch noch in seinen Filmen, wo es noch so ein bisschen mehr, also es ist auf jeden Fall mit einem besseren Pacing, ja, es ist irgendwie weird, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass man es angucken kann und vielleicht versteht man nicht ganz alles, aber es ist halt trotzdem auf eine Art unterhaltsamer, glaube ich, als so etwas wie jetzt in meinen Augen jedenfalls Stärker, wo du dann halt wirklich keinerlei Anhaltspunkte wirklich kriegst, was genau das jetzt ist und was das bedeuten soll und es ist einfach so unglaublich langsam. Aber ich sehe einen Stalker immer noch 10-mal lieber als einen neuen Paranormal Activity oder überhaupt ein Paranormal Activity. Yeah. Kann man aber auch schlecht vergleichen, abgesehen davon, dass da halt die Kamera statisch irgendwo hin zeigt und so und die wollen ja auch was anderes erreichen. Aber beide sind so Horrorfilme, die einen auf die Psycho-Art kommen wollen und das alles im Kopf abspielen lassen wollen. Und da ist Stalker dann eben doch deutlich besser. Ja, also Stalker ist halt in dem Sinne so dermaßen unkonventionell mit den Dingen, die einen unbehaglich machen sollen oder nicht. Da wirkt halt einfach die Stille auf eine Art wieder. Das kann hypnotisch sein. Und auf mich hatte das diesen Eindruck so ein kleines bisschen, aber auf mich hatte es dann eben auch leider diese einschläfernde Wirkung. Wo es bei Paranormal Activity hast du eben die ganze Zeit diese Anspannung, wo kommt jetzt das Nächste, wo taucht jetzt hier irgendwas plötzlich auf. Du bist da halt aktiv auf der Suche und das bist du bei Stalker nicht unbedingt. Ja, Dom freut sich eh beim Cutten dann darüber, dass er das ausschweifen und dann wieder wegschneiden kann. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zur Wertung. Ich hab noch eine kurze Frage. Ich habe nämlich gerade kurz mal bei den Trivias reingelesen zu Opfer. Im Jahre 1995 wurde der Film in die Filmliste des Vatikans aufgenommen. Hä? Das sind Filme, die aus der Sicht des Heiligen Stuhls besonders empfehlenswert sind. Jetzt hast du schon gesagt, da ist so eine gewisse Spiritualität drinne. Ich sag mal, wenn der Vatikan den Film feiert, dann wird das ja, geht das irgendwie in eine Richtung, ja, religiös. Pro Religion, pro Spiritualität oder? Ich sag mal so, in der zweiten Hälfte des Films, beziehungsweise im letzten Drittel, da geht es dann schon sehr in eine religiöse Richtung oder da nimmt dann der Glaube an sich ja doch schon den Großteil der Handlung ein. Ich konnte damit aber nicht, ich weiß es nicht, weil ich kann mit dem Glauben nichts anfangen und deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern, wie gesagt, ich
bin dann da ausgestiegen an dieser Stelle und habe mir dann die Bilder angeguckt. Okay. Vielleicht ist es dann tatsächlich das Religiöse, dass die das am Schluss so verwässert hat. Ja, das. Ja. Ich vermute mal, dass die anderen Tarkovskis nicht diese religiösen Anleihen haben. Ich fand auch am Anfang noch, also da, man philosophiert die ganze Zeit über Nietzsche und auch über Gott am Anfang des Films. Und dann sagt er auch, die Hauptperson, ich glaube nicht an Gott. Und da wird darüber kurz geredet und da war ich noch okay. Und dann nimmt das halt diese Wendung, ist es nicht direkt, aber diese Fahrt auf dort in die Richtung rein. Deswegen, ja, kann sein, dass es mich deswegen dann verlassen hat. Mhm. Können wir vorstellen, dass jetzt die Kardinäle sich vielleicht alle Mubi runterladen und dann gemeinsam Filmabend machen im Vatikan und sich Opfer angucken. Also ein schönes Bild, finde ich. Ach, die haben den bestimmt doch irgendwie in so einer privaten Vatikansammlung, in so einer DVD-Sammlung stehen oder so. Ja, vermutlich. Ja. Ich würde dem Film jetzt einfach mal 3 bis 3,5 Opfer geben. Jesus Christ. Okay, nicht schlecht. Also keiner der hier besprochenen Filme hat eine objektiv schlechte Wertung bekommen, was ja, denke ich, schon mal ganz gut ist. Weitere Dinge in diesem Format von dieser Seite werden hier auf jeden Fall folgen, weitere Kritiken. Wenn ihr an einem dieser Filme interessiert seid, ihr wisst jetzt, wo ihr sie finden könnt, aber ihr kriegt sie halt auch in irgendeiner Form auf DVD oder habt sie vielleicht sogar schon auf DVD, wenn ihr Konnoisseure dieser besonderen Filmrichtung seid. Obwohl, wie gesagt, direkt in der ersten Folge Amelie fällt ein kleines bisschen aus dem Rahmen, aber man kann ja auch mal klein anfangen. Es ist auch Source Code bei Mubi, wo ich mich frage, ist der jetzt so arthausig? Was? Ja, Source Code ist hier stimmt. Auch drin bei Mubi. Stimmt. Source Code von Duncan Jones? Richtig. Okay. Warum nicht Warcraft? Dann doch eher sowas wie Moon. Ist, glaube ich, nicht Moon halt eher so ein bisschen in... Ja. Moon ist da schon eher vertretbar. Ja, seltsam, aber wie gesagt, vielleicht... Vielleicht wollen sie damit auch erstmal auf Duncan Jones aufmerksam machen, bevor sie die ganzen ruhigeren, seltsameren Filme von ihnen rausballern. Genau, eben sowas wie Walkman. Ach nein, genug damit. Ich danke euch sehr für eure Zeit, wie hier diesem besonderen Streaming-Service ein bisschen Aufmerksamkeit widmen konnten. Und das wird in Zukunft auch noch weiterhin passieren. Falls ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, danke für eure Partizipation. Und bis zum nächsten Mal, entweder hier mit Bi oder mit auf einer anderen. Aber wir haben es ja schon angeteasert. Auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen besprechen wir jetzt anscheinend auch Mulholland Drive. Oh ja. Ja. Also ich bin dabei. Da könnt ihr euch auf was freuen. Sehr gut, ich auch. Da wäre ich auf die Kritik, ob ich nun dabei sein werde oder nicht, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also bis dann. Also, au revoir. Lasst es euch nicht entgehen. Bis dann zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Danke für eure Zeit. Ciao. Und tschüss. Ciao. Tschüss. Woo!